Thüringen überall gleich gut. Mein Name ist Steffen Dittes, bin Vorsitzender der Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag. Und die Tatsache, dass wir hier in Leinefelde unsere öffentliche Fraktionssitzung machen, ist dem geschuldet, dass wir vor einiger Zeit schon beschlossen haben, regelmäßig durch Thüringen zu fahren, vor Ort ein Thema uns aufzugreifen und das besonders auch diskutieren. Wenn man die Medien verfolgt oder auch die Diskussionen, die derzeit geführt werden, dann gibt es eigentlich die großen Probleme, die uns alle beschäftigen, ist die Frage des Klimawandels. Wie gehen wir jetzt mit der Energieversorgung um? Wie meistern wir das, wenn wir zukünftig weniger fossile Energierohstoffe nutzen wollen und natürlich weniger abhängig sein wollen? Wir kümmern uns um die Wirtschaft. Wie wird da der Dekarbonisierungs-, der Transformationsprozess beschrieben? Und das sind alles Themen, die uns in der Politik beschäftigen. Die sind aber natürlich von den konkreten Lebensverhältnissen der Menschen weit weg, weil dort wird in der Regel gefragt, was heißt das praktisch für mich dann an Konsequenz in meinem ganz konkreten persönlichen Leben? Und wenn wir in Thüringen immer die Leute fragen, was sind eigentlich die Themen, die euch am drängendsten auf den Nägeln brennen? Was ist das, was euch wirklich beschäftigt? Dann werden wir nämlich mit anderen Fragen, nämlich sehr viel konkreteren Fragen konfrontiert. Da geht es oftmals um die Frage, wie ist die Mobilitätsversorgung mit Bus und Bahn im ländlichen Raum? Wie komme ich, gerade wenn ich älter werde, von meinem Dorf, von meiner Kleinstadt hin in vielleicht das Oberzentrum oder Mittelzentrum in Thüringen? Die Menschen machen sich auch Sorgen, wie ist die gesundheitliche Versorgung im ländlichen Raum? Kann ich das, was ich an Pflege im Alter bedürfte, wirklich auch später noch in Anspruch nehmen? Wird die Arztpraxis die nächste Woche praktisch einen Arztwechsel vor sich hat, wirklich auch in den nächsten Jahren noch Bestand haben, dass ich die Versorgung zu meiner Gesundheit noch in meinem Lebensraum, in meinem Wohnort erfahren kann. Und eben eines dieser großen Themen, gerade auch im Wechselverhältnis zwischen Stadt und Land, ist die Frage der Zukunft der Bildung und damit verbunden natürlich der Bildungsperspektiven und Bildungschancen für Kinder und später natürlich auch für Enkelinnen und Enkel. Und dabei spielt natürlich für uns auch immer eine große Rolle die Frage der Demografie. Wir wissen, dass wir eine nicht nur zum Glück älter werdende Gesellschaft sind, das heißt, wir werden alle älter als möglicherweise noch unsere Großeltern und Eltern, aber wir werden auch weniger, weil es eine Generation vor uns auch gab, die wenig Kinder bekommen hat. Und das setzt sich natürlich auch in der Zukunft fort und wir erleben in vielen Bereichen schon konkrete Auswirkungen bei der Stellenbesetzung, vielleicht auch in der kommunalen Verwaltung, in der Landesverwaltung ist erlebbar, es ist aber eben auch in der Schule sichtbar, wenn wir sehen, wie sind die Studienanfängerzahlen für den Lehrerberuf und das setzt sich aber bis hin fort in alle anderen ökonomischen Bereiche. Auch eine große Herausforderung, auf die wir reagieren müssen. Wir müssen aber gleichzeitig auch darauf reagieren, welche Anforderungen stellen wir eigentlich an junge Menschen für die Zukunft und was müssen wir ihnen an Bildung, Bildungsinhalt und Bildungsform auch mitgeben? Wir haben große Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung zu meistern. Wir sind, ich sage es mal einfach ganz wertfrei, mehr schlechter, mal vielleicht so recht und schlecht durch die Pandemie gekommen. Es wurden große Anstrengungen unternommen, um diesem Digitalisierungsbereich dort Rechnung zu tragen. Also da liegen die Herausforderungen auf dem Tisch. Und das, was wir vor Ort erleben, ist eben auch oftmals eine Diskussion, konkreter Unterrichtsausfall. Und dann ist die Anforderung an die Politik, schafft Voraussetzungen, dass unsere Kinder eine Bildungsperspektive in Thüringen haben. Dann haben wir noch eine ganze Gebäudestruktur, die ist entstanden irgendwann mal, wenn wir Glück haben, im 20. Jahrhundert, manchmal auch Ende des 19. Jahrhunderts. Da machen wir die Bildung drinne des 21. Jahrhunderts. Trotzdem wollen die Kommunen, dass wir die alle mit öffentlichen Geldern noch fit halten und sanieren. Ist auch eine Herausforderung, wie gehen wir damit um? Also im Bereich der Bildung sind so viele Baustellen, die es zu bearbeiten gilt, vor denen wir eigentlich nicht zurückschrecken, sondern wir wollen es aktiv angehen, wollen es aktiv gestalten. Wir wissen um die Probleme, die können wir uns auch immer wieder sagen, müssen wir uns auch wieder sagen, weil die sind der Anlass auch, natürlich auch über Perspektiven nachzudenken. Aber wir wollen eben auch eine Diskussion in die Zukunft führen, was müssen wir an Entscheidungen einleiten und tatsächlich auf den Weg bringen, damit eben Kinder und Jugendliche die besten Lebensperspektiven und Lebenschancen auch mitbekommen mit unserer Hilfe. Und Bildung ist nie uneigennützig. Wir partizipieren von den Perspektiven und Möglichkeiten, Kompetenzen und Fähigkeiten der jungen Generation über viele Jahrzehnte als Gesellschaft. Und deswegen gibt es auch eine Verantwortung,
in unserem eigenen Interesse dafür zu sorgen, dass Menschen, die nach uns Verantwortung übernehmen, auch mit den besten Kompetenzen und Fähigkeiten ausgestattet sind. Das wollen wir gemeinsam mit Ihnen diskutieren. Ich freue mich ganz besonders, dass wir dafür heute Experten eingeladen haben, die auch zugesagt haben. Frau Borgmann, jetzt habe ich Sie aus dem Blick verloren, wird uns einen Vortrag halten. Sie werden noch mal durch unseren Bildungspolitiker im Einsinn vorgestellt. Schön, dass Sie da sind. Frau Gabriele Körner, Sie habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen, die Schulleiterin der staatlichen Regelschule Johann Karl Fuhlrott hier in Leinefelde. Herr Worbes, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Begrüße den Schulamtsleiter, Herrn Bernd-Uwe Althaus. Und in unserer Reihe der Referenten natürlich auch erwähnt den Thüringer Bildungsminister, also Minister für Bildung, Jugend und Sport, Helmut Holder. Auch schön, dass du zu unserer Fraktionssitzung gekommen bist. Ich kann viele natürlich noch weitere begrüßen. Sie haben sich dankenswerterweise angemeldet. Ich freue mich, dass wir Lehrerinnen und Lehrer haben, Vertreter in der Schulsozialarbeit hier aus der Region. Ich begrüße ganz besonders natürlich auch den Bürgermeister, Herrn Zwinkmann von Leinefelde-Worbes und auch Frau Claudia Koch, die, jetzt weiß ich es gar nicht, Vorsitzende des Landeselternverbandes oder sind Sie einfach Landeselternsprecherin? Beides. Also schön, dass Sie in diesen beiden Funktionen auch hier sind. Wir werden beginnen mit Vorträgen. Wir haben dann aber auch die Möglichkeit, hier eine gemeinsame Diskussion, an der Sie sich alle beteiligen können, zu führen. Und natürlich stehen Ihnen auch die Abgeordneten und Mitarbeiter, die jetzt etwas weiter hinten sitzen, für persönliche Gespräche zur Verfügung. Ich hoffe, dass wir einen Austausch heute haben, dass der für uns alle Erkenntnis mitbringt und vielleicht den einen oder anderen Impuls auch vielleicht von der kommunalen Ebene in Richtung Landesebene. Und vielleicht können wir auch unsere Impulse, die in unseren Köpfen entstanden sind, in die Diskussion heute mit einbringen. Schön, dass Sie da sind. Und ich übergebe an Thorsten Wolf, den bildungspolitischen Sprecher der Fraktion Die Linke. Thüringen überall gleich gut. Ich begrüße Ihnen natürlich auch alle hier ganz herzlich. Claudia, wenn ich dich sehe, du bist ja auch mal Thüringerin des Jahres gewesen. Das war mitten in der Pandemie und wenn ich mich da richtig dran erinnere, war ein Schwerpunkt damals auch deiner Wahl, dass du in der Pandemie, in der großen Herausforderung vieles kommunizieren musstest und das hervorragend gemacht hast für den Bereich Schule. Dafür mein Dank, aber natürlich auch zeigt es uns, wie wichtig Kommunikation ist. Wie wichtig es ist, dass wir im Gespräch bleiben bei allen Herausforderungen, die sich stellen. Und ich sag mal, wir haben ja ganz verschiedene Wahrnehmungen, die uns beschäftigen. Daniel Reinhardt hat, der nachher den Fishbowl moderieren wird, hat von Ihnen als unsere Gäste am Eingang mal abgefragt, was sind denn Ihre Wahrnehmungen? Was geben Sie uns denn sozusagen auf, womit sich Bildungspolitik in Thüringen beschäftigen sollte? Ich denke, das wird auch ganz interessant sein, zu sehen, wie vielfältig das ist, was da zusammengekommen ist. Wir als Politik nehmen natürlich auch vieles auf. Und wir haben das, denke ich mir, in unserem Schulgesetz auch getan. Ihnen liegen allen die Flyer auch auf den Plätzen aus. Es ist, denke ich mir, auch in der öffentlichen Diskussion, mit was für Schwerpunkten wir oder was für Schwerpunkte wir sehen zur Weiterentwicklung des Thüringer Schulwesens, zur Weiterentwicklung einer guten Bildung in Thüringen. Und Thüringen war die letzten 100 Jahre auch immer ein Stück weit Vorreiter im Bereich gute Bildung. Das ist natürlich Anspruch, aber es dient dann eben auch der Reflexion auf die Wirklichkeit. Wenn wir ein Gesetz schreiben, dann heißt das, genau dieses mit aufzunehmen. Und ich will das mal grob zusammenfassen mit den Stichpunkten Zweizügigkeit an allen Grund- und Regelschulen. Das ist ein großes Thema. Da geht es uns vor allen Dingen um Unterrichtsabsicherung. Das Thema bedarfsorientierte Schulsozialarbeit und damit Multiprofessionalität. Das Thema Ganztag, auch in den Klassenstufen 5 und 6. Neue Personalkategorien durch pädagogische Assistenz,
ganz wichtig. Minister Heuer macht sich da sehr stark für. Digitalität weiter voranbringen mit digitaler Lernmittelfreiheit. Der Wegfall der besonderen Leistungsfeststellung, ein Anachronismus, wie ich immer sage, in Thüringen, brauchen wir das noch? Das werden wir zu diskutieren haben. Die Verbesserung und Ausweitung des längeren gemeinsamen Lernens. Und das ist sozusagen auch Schwerpunkt oder sollte Schwerpunkt heute auch in unserer Veranstaltung sein, das praxisorientierte Lernen. Praxisorientiertes Lernen heißt natürlich oder kann vieles heißen. Wir legen insbesondere Wert darauf, dass die Schulen ihren eigenen Weg gehen können. Wir wollen natürlich auch, dass Schulen voneinander lernen können. Aber wir wollen es eben auch als festen Auftrag im Schulgesetz verankern, insbesondere für die SEC 1, also für all diejenigen von der Klassenstufe 5 bis 10, Regelschulen, Gemeinschaftsschulen und Gesamtschulen. Wir haben uns dazu, denke ich mir, sehr kompetente Referentinnen und Referenten eingeladen. Ich freue mich insbesondere, ist ja schon vorgestellt worden, dass wir mit, jetzt lassen Sie mich mal gucken, Frau Borgenhagen vom Institut des produktiven Lernens in Europa eine ausgewiesene Fachfrau gefunden haben, die uns auch so ein Stück weit über den eigenen Tellerrand blicken lässt. Oder vielleicht das thüringisch gesagt, das eigene Klostergebirge mal beiseite schieben lässt, damit wir auch wissen, was in anderen Bundesländern, aber auch in der Fachöffentlichkeit darüber diskutiert wird. Sie ist ja schon angekündigt worden, Frau Körner als Schulleiterin hier, eine von 12, glaube ich, Regelschulen, die das hier, das Projekt TIP maßgeblich gestalten, dazu dann später wesentlich mehr. Herr Dr. Althaus, herzlich willkommen, Sie hier sozusagen als starker Schulamtsleiter in Nordthüringen, der ganz viele innovative Prozesse auf den Weg bringt und begleitet, schon seit Jahren. Früher mal Leiter des TILMS, auch von daher die Stärkung auch im Bereich Lehrerbildung. Und natürlich nicht zuletzt unserem Bildungsminister und erster Bildungspolitiker hier im Land, Helmut Holter, der uns natürlich auch nochmal die besonderen Herausforderungen, denke ich mir, deutlich machen wird, vor denen wir insgesamt stehen. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Ich freue mich vor allen Dingen, dass wir Sie als Gäste hier heute begrüßen können. Wir nehmen Ihre Anregungen, Ihre Impulse gerne auf in der weiteren Diskussion und dann hoffentlich auch Abschluss zu einem neuen Schulgesetz in Thüringen. Vielen Dank. Thüringen überall gleich gut. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und vor allen Dingen auch für Ihr Interesse am produktiven Lernen. Darüber werde ich jetzt auch 10, 15 Minuten reden, wenn ich es richtig verstanden habe, und auch erstmal unser Institut noch kurz vorstellen, wenn es denn klappt. Wunderbar. Ja, also unser Institut hat seinen Sitz in Berlin und ist 1991 als An-Institut der Alice-Salomon-Hochschule gegründet worden. Das war damals eine pädagogische Hochschule. Inzwischen gibt es auch Gesundheitsberufe, die damit angedockt sind. Und damals war es so, dass dieses Feld Schule, schulische Bildung, schulische Sozialisation ein bisschen vernachlässigt war. Und deswegen haben wir als Institut uns mit diesem Themenfeld beschäftigt und auch heute noch ist das unser Schwerpunkt, nämlich das Thema Schulentwicklung und Lehrerfortbildung. Und das steht deswegen auch da so zusammen, weil es aus unserer Sicht zusammengehört. Wenn Schulentwicklungsprozesse in Gang gesetzt werden, ist es aus unserer Sicht auch immer wichtig, die Schulen zu begleiten, zu unterstützen und auch die Lehrkräfte zu unterstützen und fortzubilden. Wir sind bundesweit und international tätig, das werden Sie auch gleich nochmal bei der nächsten Folie sehen. Und wir arbeiten in einem multiprofessionellen Team. Ich sage das deswegen, weil für uns der Blick auf Schule wirklich wichtig ist, auch aus unterschiedlichen Disziplinen. Wir sind in unserem Institut Lehrer, Erziehungswissenschaftler, Psychologen, Berufspädagogen, Sonderpädagogen. Also wir versuchen, das Thema Schule von verschiedenen Gesichtspunkten her zu betrachten.
Ja, unser Kern der Schulentwicklung ist das produktive Lernen. Das findet man auch bei uns im Titel unseres Instituts. Produktives Lernen gibt es, das ist wahrscheinlich auch das, was Sie gerade angesprochen haben, überregional, gibt es in 6 verschiedenen Bundesländern, bundesweit an insgesamt 95 Schulen. Und Ziel ist, dass in den Bundesländern jeder Schüler Zugang bekommen soll, auch zu diesem Bildungsangebot. Deswegen auch versuchen wir, das flächendeckend überall anzubieten. Und Sie sehen in Schleswig-Holstein zum Beispiel und in Sachsen sind es noch nicht ganz so viele, wie zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen ist da jetzt auch gerade das Ziel, in der nächsten Zeit dort auszuweiten. Und wir als Institut begleiten auch diese Ausweitung. Ja, produktives Lernen ist ein Bildungsangebot in den letzten beiden Schuljahren. Das heißt also da zu dem Zeitpunkt, wo es auch für die jungen Menschen relevant wird, den Übergang von der Schule in den Beruf vorzubereiten. Das ist auch ein Kern im produktiven Lernen. Da werde ich nachher noch mal ein bisschen mehr zu was sagen. Zielgruppe sind Schüler, die praxisbezogen lernen wollen. In einigen Bundesländern auch Schüler, die abschlussgefährdet sind. Wir haben sehr hohen Anteil an abschlussgefährdeten Schülern, also Schüler, die in irgendeiner Art und Weise mit Schule schon in Konflikt gekommen sind. Die Gründe sind sehr, sehr unterschiedlich, wie Sie ja selber auch wissen. Ja, wir haben noch als Institut produktives Lernen, ist zwar unser Kerngeschäft, aber wir ausgehend vom produktiven Lernen beschäftigen wir uns oder entwickeln auch andere praxisbezogene Bildungsangebote. Wir haben ein Projekt mit Geflüchteten, ein praxisbezogenes in Berlin. Da haben wir das Konzept 2015 entwickelt. Wir haben Konzepte für die berufliche Bildung. Also wir versuchen auch immer produktives Lernen als Startpunkt zu nehmen für Weiterentwicklung, auch für neue Zielgruppen oder andere Zielgruppen. Ja, vielleicht ein paar Stichworte, Sie können nachher natürlich noch mal nachfragen. Ich versuche das ein bisschen kurz und knapp darzustellen in 15 Minuten. Die Prinzipien des produktiven Lernens. Wir haben eine eigene Stundentafel in allen Bundesländern. Die ist sehr vergleichbar in allen Bundesländern, bin ich auch immer sehr dankbar. Es gibt natürlich immer ein paar kleinere Unterschiede, aber im Prinzip ist die Stundentafel sehr ähnlich. Der Kern ist das Lernen in der Praxis. Das heißt, die Schüler sind an 3 Tagen in der Woche an sogenannten Praxislernorten. Das kann alles Mögliche sein. Im Prinzip geht man davon aus oder gehen wir davon aus, dass jeder Ort in der Stadt im unmittelbaren Umfeld auch ein Lernort sein kann. Sowohl die Bäckerei als auch das Rathaus, die Kfz-Werkstatt, das Theater, die Schule, selbst, sage ich mal, eine Parteizentrale könnte ein Lernort sein. Es geht also darum, die Möglichkeiten der Stadt auch als Lernort zu nutzen. Das heißt, innerhalb der 2 Jahre lernen die Schüler 6 verschiedene Praxislernorte kennen. Und die suchen sie sich auch weitestgehend selbstständig. Sie bekommen natürlich Unterstützung, aber es geht wirklich im produktiven Lernen auch sehr viel um Selbstständigkeit. Mentoren am Praxisplatz sind uns auch sehr wichtig. Das sind sozusagen die Fachexperten vor Ort. Das klappt nicht immer, das können Sie sich vorstellen. In bestimmten Bereichen ist es schwer, Mentoren zu finden, aber es ist schon so ein Prinzip, dass wir versuchen, schon auch Ansprechpartner in der Praxis zu finden und zu haben. Ja, Fragen und Probleme, die sich in der Praxis stellen, die werden an den 2 Schultagen aufgearbeitet in verschiedenen Bildungsteilen. Die will ich jetzt gar nicht im Detail ausführen. Sie können auch gerne noch mal auf unsere Website gucken und sich das genauer angucken, die Stundentafel. Wenn Sie nachher Interesse haben, kann ich auch noch mal eine auflegen. Wichtig ist, und das ist eigentlich der Kern des produktiven Lernens, dass beides miteinander verbunden wird. Also, dass es eine curriculare Verbindung gibt von Praxiserfahrung mit schulischem Lernen. Das ist eigentlich der Kern. Dafür haben wir auch gemeinsam auch mit den Schulen und Lehrkräften, also wir begleiten überall auch die Einführung des produktiven Lernens, Lernpakete, Werkzeugkästen, didaktisches Material entwickelt, wo auch alle unsere Schulen und Lehrkräfte, mit denen wir kooperieren, Zugang haben über eine Lernplattform. Also alle Materialien stehen dafür auch zur Verfügung.
Ja, bei dieser Verbindung ist die sogenannte individuelle Bildungsberatung. Da hat jeder Schüler bei uns in der Woche eine Stunde extra nochmal Anspruch drauf. Hat eine ganz wichtige zentrale Bedeutung, weil nämlich Schüler und Pädagoge gemeinsam in jedem Trimester, wir arbeiten in Trimestern, 6 Trimester in 2 Jahren, für jeden Praxislernort auch in einen individuellen Lernplan entwickeln. Was kann man da lernen? Wie lernst du das? Welche Methoden ziehst du heran? Also dieser Prozess wird intensiv begleitet und mit einem individuellen Lernplan versehen. Ganz wichtig für uns, und das passt auch ganz gut hier zu dem Thema, Sie haben es vorhin auch schon gesagt, dass eigentlich die Berufsorientierung auch nochmal nicht nur der Praxisbezug des Lernens verstärkt werden soll, sondern auch die Berufsorientierung. Die spielt bei uns eine ganz große Rolle. Wir versuchen die Schüler nicht nur by the way, sondern auch sehr strukturiert in ihrer Berufsorientierung zu unterstützen. Und wir sind der Meinung, dass Berufsorientierung auch ein wichtiger Teil von Allgemeinbildung sein sollte und auch im produktiven Lernen ist. Man könnte eigentlich sagen, auch ein wichtiges Lernergebnis am Ende. Ja, wir begleiten ja auch durch Evaluation das produktive Lernen. Wir haben auch eine externe Evaluation, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern. Ich weiß nicht, Herr Holter, Sie waren, glaube ich, da auch noch in Mecklenburg-Vorpommern. Genau, Sie hatten nämlich, ich kann mich gut erinnern, Ihre Finger mit drin. Also auch eine sehr schön, dass Sie auch heute hier sind, dass man sich so wieder trifft. Wir haben zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, deswegen fällt es mir gerade ein, auch eine externe Evaluation machen lassen oder Sie haben das veranlasst, durch die Uni Rostock, da kommen auch immer ganz spannende Ergebnisse raus. Und wir haben auch unsere Schüler befragt und mal geschaut, was heißt eigentlich Berufsorientierung im produktiven Lernen hier an der Stelle auch aus Sicht der Schüler. Da habe ich mal so 6 Dinge herausgearbeitet, die auch die Uni Rostock mit festgestellt hat. Also das eine ist wichtig, auch persönliche Interessen und Stärken der Schüler herauszuarbeiten, dass sie das erkennen, dass sie das überprüfen. Dann natürlich die Möglichkeit, bis zu 6 verschiedene Bereiche, Berufsfelder kennenzulernen. Praxiserfahrungen nicht nur kurze zu machen im Rahmen eines Praktikums, sondern über einen längeren Zeitraum von 3 bis 4 Monaten. Das ist natürlich super. Die Schüler lernen den Ort kennen, aber die Betriebe und die Einrichtungen natürlich auch den Schüler. Das ist eine ganz andere Geschichte. Die sind richtig involviert in den Arbeitsprozess, in das Kollegium, in den Teams. Und die lernen sich sehr gut kennen. Und ich werde Ihnen nachher auch mal an den Zahlen belegen, dass es auch tatsächlich so ist, dass aus diesen Praxislernorten und Projekten Ausbildungsplätze werden. Zu einem wirklich großen Teil. Dann natürlich, klar, kann man sich vorstellen, Auseinandersetzung mit den konkreten Anforderungen der Berufswelt. Das ist natürlich durch die Praxis und durch das Vorortsein sehr, sage ich mal, nachhaltig und sehr sichtbar auch. Auch Kriterien für eine zufriedenstellende Berufstätigkeit und ganz, ganz wichtig, das halte ich fast mit für den wichtigsten Aspekt, dass die jungen Menschen ihr Handeln erproben können, ja, dass sie selber tätig werden können, dass sie handelnd sich quasi die Praxis erschließen. Damit ganz stark verbunden ist die Möglichkeit, dass die Schüler sich bewähren können. Also man muss dazu sagen, wir haben wirklich mehrheitlich Schüler, die schon, ich sag mal, fast verfestigte Misserfolgsbiografien haben, die also ganz viele Misserfolge erlebt haben. Das heißt, sie brauchen Erfolgserlebnisse, sie brauchen das Gefühl, dass sie sich bewähren, dass sie selbstwirksam sind durch das, was sie tun. Das sind ganz, ganz wichtige, ist ein ganz wichtiges Erleben für unsere Schüler. Und ich finde das ganz schön, der Soziologe Ralf Bonsack, der hat mal erarbeitet oder herausgefunden, wie bedeutsam auch Enttäuschungen sind für junge Menschen in dem Prozess der Berufsorientierung. Also sozusagen in einem Schonraum, nicht nachher in der Berufsausbildung. Wir haben ja eine sehr, sehr hohe Quote an Ausbildungsabbrüchen in Deutschland, extrem hoch. Und das liegt daran, dass natürlich diese Enttäuschungen nicht vorher gemacht werden, sondern in der Berufsausbildung. Das heißt also, wir müssen diese Enttäuschungen, die extrem wichtig sind, vorverlagern. Ja, die müssen das in einem Schonraum machen können. Die müssen sehen, okay, das, was ich mir immer vorgestellt habe, ich will unbedingt, was weiß ich, in die Kfz-Werkstatt. Dann lerne ich die Kfz-Werkstatt 3 bis 4 Monate kennen und merke, ist es vielleicht doch nicht.
Und wir haben viele Schüler, die wirklich einen ganz anderen Weg nachher machen, die in der Kfz-Werkstatt angefangen haben und nachher eher im Pflegebereich eine Ausbildung angefangen haben. Ja, ganz wichtig, auch für die Schüler, auch mit, im Zusammenhang mit dem, was ich vorher gesagt habe, das, was sie können, wird für sie fühlbar, also erfahrbar und auch nach außen sichtbar. Erfolgserlebnisse, extrem wichtig. Und das, ich habe selber eine Studie gemacht, Fallbeispiele, narrative Interviews mit Schülern gemacht über einen längeren Zeitraum. Und was ich wirklich sehr markant fand, war, dass Schüler über all das, was ich vorher gesagt habe, vor allen Dingen aber über die Erfolgserlebnisse, auch sozusagen ein verändertes Selbstkonzept entwickelt haben. Wir wissen auch aus erziehungswissenschaftlichen Studien, was das mit Schülern und Jugendlichen macht, wenn sie permanent Misserfolgserlebnisse haben. Das sind Schüler, die haben quasi schon in der Grundschule angefangen, Misserfolge zu erleben. Das hat sich immer weiter fortgesetzt und potenziert. Das heißt, das Gefühl oder das, was ihnen rückgemeldet wurde, du kannst das nicht, ja, du hast versagt, das wird quasi zum Selbstbild. Und das ist extrem wichtig, dass dieses Selbstkonzept auch aufgebrochen wird. Ja, genau, wenn die Schüler anders lernen, mehr Verantwortung übernehmen für den Lernprozess, selbstständiger Aufgaben entwickeln, selbstständig Praxisplätze entwickeln, selbstständig Erkundungs- und Fachaufgaben überlegen sollen, daran arbeiten sollen, dann heißt das natürlich auch für die Lehrkräfte, ich sag mal, anders zu lehren. Das gehört zusammen. Anders lernen und anders lehren gehört untrennbar zusammen. Ich finde ganz schön, ich war viel in Finnland und war da auch ein bisschen eingebunden in die Lehrerfortbildung. Und das Erste, was da immer in der Lehrerfortbildung gesagt wird, fand ich ganz witzig, fängt meistens einführend damit an, mit diesem Satz, der Lehrer muss den Schüler verstehen, nicht der Schüler den Lehrer. Das ist so ein Zitat aus der finnischen Lehrerausbildung. Ich finde das ganz lustig. Das heißt nämlich im Prinzip, dass die Lehrenden den Lernenden in einer gewisser Weise folgen müssen. Sich die Lernenden erschließen müssen, sage ich immer. Ja, also ihre Interessen und ihre Fähigkeiten erstmal überhaupt erschließen müssen. Und wir wissen natürlich aus verschiedenen erziehungswissenschaftlichen Studien, dass auch für den Erfolg der Schüler eine als gut erlebte pädagogische Beziehung wichtig ist. Also das Verhältnis zwischen Lehrkraft und Schüler ist extrem wichtig für den Erfolg des Schülers. Ja, wenn der Lehrer oder die Lehrerin anders lehren soll, dann stellen sich natürlich auch andere Aufgaben und andere Fragen. Also zum Beispiel, wie kann ich die Schüler darin unterstützen, dass sie überhaupt neugierig den Praxisplatz erforschen, aufmerksam beobachten, selbst Fragen formulieren, selbstständig Antworten finden. Das ist ja kein Selbstläufer, das muss man erst mal lernen. Das müssen auch unsere Schüler erst mal sehr stark lernen. Erstmal kommen die gar nicht drauf, dass sie das alles sich selber erarbeiten sollen. Das heißt, auch der Lehrer muss andere Anregungen geben. Oder auch, wie berate und fördere ich den Lernprozess in Feldern, in denen ich nicht selbst Fachmann oder Fachfrau bin? Dazu muss ich sagen, dass es bei uns so ist, dass die Lerngruppen immer von zwei Lehrkräften im Team begleitet werden und dieses Team alles abdeckt, alle Bildungsteile. Das heißt, also es ist mit ziemlicher Sicherheit so, dass ich irgendein Fach oder irgendwie mich mit fachlichen Geschichten beschäftigen muss, die ich gar nicht in meiner Ausbildung habe oder gar nicht als Fach studiert habe. Das heißt, ich bin auch nicht in jeder Hinsicht immer Experte. Ja, oder auch natürlich, klar, wenn die Beziehung wichtig ist zwischen Schüler und Lehrer, trotzdem aber sich zu fragen, wie schaffe ich ein vertrauensvolles Verhältnis, ohne zur Mutter bzw. zum Vater zu werden oder zum Partner oder Freund. Das soll es nämlich nicht heißen. Ja, ich bleibe natürlich trotzdem die bewertende Lehrerin. Ja, an solchen Fragen wird allerdings auch deutlich, dass es nicht ausreicht, sich nur ein anderes oder ein umfangreicheres Methodenrepertoire anzueignen. Und deswegen ist Schulentwicklung und Lehrerfortbildung für uns wirklich untrennbar zusammengehörig. Und wir bieten den Lehrkräften eben die praxisbegleitende Fortbildung an, die auch mit einem Zertifikat abschließt. Vielleicht kurz noch ein paar
Ergebnisse? Ich habe jetzt nicht Mecklenburg-Vorpommern dabei, sondern ich habe jetzt nur ein paar andere Beispiele dabei, weil das sind die, die wir auch als Institut noch begleiten. Also insgesamt haben inzwischen, ich habe es nicht genau durchgezählt, aber mal so ungefähr geschätzt, mehr als 12.000 Schüler produktives Lernen durchlaufen. Die als abschlussgefährdet geltenden Schüler erreichen mehrheitlich einen Schulabschluss. Ich habe jetzt mal die aktuelle Schuljahresstatistik von letztem Jahr, also die letzten Zahlen, die ich habe oder wir haben. Das waren in Berlin 81%, in Sachsen 79%, in Schleswig-Holstein 91%. In Sachsen und Schleswig-Holstein ist es sozusagen formal erforderlich, dass sie abschlussgefährdet sein müssen. Im Lichte dieser Zahlen ist das natürlich eine gute Zahl. Je nach Bundesland, also dieser drei Bundesländer, beginnen 30-50% direkt nach Abschluss des produktiven Lernens eine Berufsausbildung. Auch wieder aktuelle Daten, 30% in Berlin, da haben wir eine schlechte Statistik, muss ich sagen, im Vergleich zu den anderen Bundesländern, 49% in Sachsen und 45% in Schleswig-Holstein. Das ist für uns eigentlich immer, für mich persönlich ist dieser Übergang eigentlich besonders bedeutsam. Also, dass ich das Gefühl habe, die Schüler haben wirklich eine Anschlussperspektive. Sie haben zu über 90% eine Anschlussperspektive und zu einem hohen Prozentsatz eben die Anschlussperspektive Ausbildung. Ja, ca. 60% der Ausbildungsplätze, wir haben dieses Jahr sogar in den Corona-Jahren, das war mal ein positiver Effekt, sage ich mal, wir haben auch viele negative Effekte, aber ein positiver Effekt war, dass wir da sogar 80% der Ausbildungsplätze waren zuvor Praxislernorte. Man kann sich vorstellen, ich habe dann versucht, eine Erklärung zu finden und habe natürlich danach gefragt und die Erklärung ist ja eigentlich ganz logisch, dachte ich nachher. Die Bindung zwischen Betrieb und Schüler war natürlich viel stärker. Ja, wir konnten gar nicht realisieren so viele Praxisplätze und die Betriebe haben und die Schüler sind sehr eng beieinander geblieben, teilweise auch länger als 3-4 Monate und dadurch ist natürlich noch eine viel stärkere Bindung entstanden. Wir machen eine Verbleibsstudie und fragen immer 8 Monate nach Verlassen des produktiven Lernens nach dem Verbleib in Anführungsstrichen. Das heißt zum Beispiel, sind die Schüler noch in der Berufsausbildung? Das ist für uns immer ein ganz wichtiger Hinweis auf die Nachhaltigkeit. Jetzt muss man sagen, wir fragen nach 8 Monaten und nicht nach 3 Jahren. Das muss man mal einschränkend dazu sagen. Und nach 8 Monaten ist es so, dass die Abbrecherquote bei der Berufsausbildung weit unter 10% liegt. Wir hoffen, dass es so bleibt. Wir hoffen auch irgendwann vielleicht mal wirklich eine längere Verbleibsstudie machen zu können, um das noch ein bisschen mehr zu untermauern. Was für uns auch wichtig ist, was immer so ein bisschen so eine Sorge ist, sage ich mal, ist, oh Gott, wie kommen die denn in der Berufsschule klar? Ja, die haben ja gar nicht diesen ganzen Fächerkanon, haut das überhaupt hin? Interessanterweise, auch das erheben wir. Die Schüler haben das Gefühl, das ist jetzt ihre Einschätzung, muss ich dazu sagen, dass sie mindestens genauso gut klarkommen wie andere Schüler. Das hat ganz viel mit der Lernmotivation zu tun und mit dem Gefühl, ich habe das selber in der Hand. Ja. Sie sind auch zuversichtlicher Herausforderungen gegenüber. Sie sind motivierter, sich auch mit anderen Inhalten, auch wenn sie nicht gleich die verstehen, auseinanderzusetzen. Das alles ist natürlich der Grund, dass es letztendlich da jetzt auch klappt. Ja, vielleicht noch ein letztes Wort zu Thüringen. Sie haben ja vorhin auf meiner Karte gesehen, ich habe auch nur von 6 Bundesländern gesprochen. Thüringen stand da ganz klein da unten, so gestrichelt ringsherum. Das rechnen wir nicht dazu. Ich sage auch warum, das wollte ich nur noch mal eingangs, habe ich am Anfang vergessen, auch noch mal zu sagen. Wir haben 2006, also ich habe dann gedacht, im Zug eben, oh Gott, 17 Jahre ist das schon her, hatten wir ein kleines 2-jähriges Qualifizierungsprojekt für Lehrer, die in Praxisklassen gearbeitet haben. Das Land hat sich damals entschieden, nicht produktives Lernen einzuführen und es ist dann bei diesem 2-jährigen Qualifizierungsprojekt geblieben. Deswegen rechnen wir das auch nicht dazu, weil es hier was ganz anderes war. Deswegen habe ich es nur gestrichelt gemacht, damit Sie auch sehen, dass wir hier schon mal aktiv waren, aber eben wir rechnen es nicht zum produktiven Lernen dazu. So, damit komme ich zum Ende und habe so ein Zitat mal ausgewählt aus dem Kleinen Prinzen. Vielleicht kennen Sie das auch. Das finde ich eigentlich ganz schön bezogen auf, wir reden ja über junge Menschen. Ja, und was die Zukunft anbelangt, so haben wir nicht die Aufgabe, sie vorherzusehen, sondern sie zu ermöglichen und alles zu tun, dass die jungen Menschen wirklich die Chancen bekommen, die sie auch verdient haben und ihnen eine Chance zu geben, sich zu entwickeln, weil ein schlechter, sage ich mal, oder ein schwieriger Bildungsweg heißt
überhaupt nichts über ihre Intelligenz oder ihre Möglichkeiten. Das haben wir wirklich im produktiven Lernen festgestellt. Und deshalb ist es mir wichtig, das zu sagen, dass wir den jungen Menschen wirklich viele Möglichkeiten einräumen, so zu lernen, wie es ihnen entspricht. Danke. Thüringen überall gleich gut. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Mein Kopf ist voll, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange mal in Mecklenburg-Vorpommern an. Das aus dem Grund, als ich damals von 1998 bis 2006 Arbeitsminister war, habe ich Dinge gemacht, die mit Bildung zu tun hatten. Ich habe nämlich die Landesinitiative Jugend- und Schulsozialarbeit ins Leben gerufen, war versprechend damals im Wahlkampf, und ich habe auch das produktive Lernen auf den Weg gebracht. Das haben wir aus dem ESF, Europäischen Sozialfonds, mit 25 Millionen Mark damals noch, wenn ich mich richtig erinnere, auf den Weg gebracht. Und genau das, was Sie, Frau Borgenheim, geschildert haben, ich habe Schülerinnen und Schüler erlebt, die auf einmal motiviert waren zu lernen, die vorher null Bock hatten auf Schule und sich verweigert haben, nicht gekommen sind. All die Dinge, Frau Körner, wird in einem anderen Zusammenhang darauf eingehen. Also deswegen, mich braucht man vom produktiven Lernen nicht überzeugen. Ich habe da so gute Praxiserfahrung. Wenn bei mir in der Küche der Wasserhahn tropft, dann fahre ich im Baumarkt, kaufe einen neuen und baue den alten aus und baue den neuen selbst wieder ein. So. Das ist sozusagen... Das ist sozusagen meine Praxiserfahrung, die noch viel größer ist. Aber es gibt den Moment, das ging mir jetzt auch so, da war eben Wasser unter meiner Waschmaschine. So, was machst du? Du guckst erstmal, ist irgendwann eine Waschmaschine ein Leck. Waschmaschine hatte kein Leck. Dann tauscht man den Schlauch. Okay, Schlauch bestellt, Schlauch angebaut, tropfte immer noch. Es war der Wasserhahn. Oh, nur fehlen mir dann aber die klemmenden Instrumente, um diesen Wasserhahn abzubauen, und der ist schon 20 Jahre dort fest eingerostet, brauchte also einen Klempner. Kam auch der Klempner und hat das entsprechend repariert. Soweit so gut. Warum ich das jetzt erzähle, hat damit zu tun, ja, ich bin praxisveranlagt, aber es geht um Handwerk. Und ich war vor einiger Zeit, vor 3 Wochen ungefähr, war ich hier in Dingelstedt mit dem Handwerkstag zusammen. Also es sind hier die Vereinigung der Handwerksverbände, um das mal so abzukürzen. Und wir haben darüber geredet, was denn in Schule passiert und welche Anforderungen die Handwerkerinnen und Handwerker an die Schulabgänge und Schulabgänge haben. Das sind wir genau bei dem, was Frau Borgenhagen eben schon deutlich gemacht hat. Und ich war heute Morgen wieder in der Handwerkskammer in Erfurt, und da ging es um das Thema, die Berufsschulen, die berufsbildenden, die sagten Berufsschulen, das ist ja falsch, berufsbildende Schulen in Thüringen zukunftsfest machen. Und da habe ich damit begonnen, dass in dem Wort Handwerk, ja, das Wort Hand und Werk drin steckt. Und du brauchst immer jemand wie meinen Klempner, der mit den Händen den Wasserhahn abbaut, die Ursache feststellt und den neuen Wasserhahn auch wieder einbauen kann. Und ob das eine künstliche Intelligenz kann, wage ich zu bezweifeln. Also es wird immer Menschen geben müssen, die mit ihren Händen etwas bewerkstelligen, etwas herstellen, reparieren und so weiter. Und das ist genau dieser Praxisbezug, den ich hier herstellen will, weil, das haben Sie, Frau liebe Borgenhagen, ja auch noch deutlich gemacht, der Weg zum Schulerfolg ist ein sehr unterschiedlicher für den einzelnen Schüler und die einzelne Schülerin. Das ist nicht für alle der gleiche Weg. Und das ist genau der Punkt, warum wir so viel über Praxisorientierung sprechen. Und Praxisorientierung ist für mich mehr als das Handwerkliche und das Verstehen, wie jetzt, sage ich mal, ein Betrieb funktioniert oder wie ein Gewerk ganz konkret funktioniert, was also dort an Tätigkeiten notwendig ist. Ist das was für mich? Ist das nicht was für mich? Sie haben das schon deutlich gemacht. Frau Körner wird es nachher in ihrem Praxisbericht dann auch nochmal erzählen. Darauf kann ich also auch verzichten. Mir ist aber wichtig, dass es nicht nur um diese Fragen geht, sondern dass Kinder und Jugendliche sich natürlich mit künstlicher Intelligenz, ChatGPT ist jetzt der Oberbegriff, der immer so genannt wird, aber das ist ja mehr künstliche Intelligenz. Eigentlich ist es die Frage, dass unsere Welt, unsere Alltagswelt und auch unsere Berufs- und auch unsere Lern- und Lehrwelt digitalisiert wird und dass zunehmend genau diese technischen Entwicklungen in der Informationstechnologie uns erreicht haben. Die sind schon da. Also es ist nicht mehr die Science-Fiction-Version von Krieg der Sterne oder von Raumschiff Enterprise, sondern es ist tatsächlich Realität geworden.
Und wenn du das iPhone oder das Smartphone mal vergessen hast, vergisst du vielleicht auch mal den Geburtstag, zumindest an dem Tag zu gratulieren, Thorsten, kann alles passieren, wenn du nicht das Signal bekommst. Aber das iPhone erinnert einen dann zwei Tage später nochmal. Soweit, so gut. Das ist ja auch ein Gewinn. Soll uns ja auch entlasten. Also wir haben den Kopf frei für andere Dinge, um uns also mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Das Entscheidende bei diesen ganzen Prozessen ist aber, dass junge Menschen herangezogen, sich entwickeln, herangebildet und erzogen werden, die auf der einen Seite ein gesundes Urteilsvermögen besitzen über das, was also tatsächlich die Maschine, der Computer anbietet, auf der anderen Seite ein Verständnis haben für das, was im Alltag, im betrieblichen Alltag oder auch zu Hause ganz konkret abläuft, auch durchaus, ich sage das jetzt mal mit einem politischen Begriff, politökonomische Kenntnisse haben, wie denn Wirtschaft funktioniert, wie hängt dann was zusammen, auch gerade im Zusammenhang mit der Globalisierung. Warum gibt es Probleme bei den Lieferketten und warum stockt die Lieferung des, des Jugendzimmers, was gerade bestellt wurde und kommt nicht in 4 Wochen, sondern erst in 6 Monaten. Das sind alles Dinge, die man verstehen muss. Das hat alles was mit Praxis zu tun. Aber auch Konfliktfähigkeit hat was mit Praxis zu tun, mit Teamfähigkeit hat was mit Praxis zu tun, Kommunikationsfähigkeit, Empathie und auch Kultursensibilität hat alles was mit Praxis zu tun. Und damit sind die Herausforderungen an sich beschrieben. Die Herausforderungen sind deswegen damit beschrieben, weil unsere Welt wird bunter und vielfältiger. Die Landesregierung hat ja 2 Tage in Klausur gesessen. Da gibt es heute einen Artikel dazu, der natürlich nur verkürzt das wiedergeben kann. Steffen, du warst ja dabei, was wir da besprochen haben. Aber eine Zahl sollten wir uns alle merken. 2035 wird es 140.000 weniger Fachkräfte in Thüringen geben. Wo sollen denn die Menschen herkommen, die all die Tätigkeiten, die heute noch gemacht werden, tatsächlich erledigt werden? So. Das ist genau die Herausforderung, die sich ja heute schon im schulischen Bereich widerspiegelt. Das heißt, wir werden nur über Zuwanderung aus dem europäischen Raum, aber auch aus dem außereuropäischen Raum unsere Fachkräfteproblematik lösen können. Natürlich auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, versteht sich von selbst. Das heißt also, wenn wir aber nicht uns als Thüringen weltoffen darstellen, demokratisch mit einer Einladungs- und Willkommenskultur, werden wir diese Probleme nicht lösen. Aber das ist das, was an Schulen gelebt werden muss, was Kindern, Jugendlichen vermittelt werden muss. Das ist für mich auch Praxisorientierung. Denn wir müssen alle miteinander irgendwie klarkommen. Ich als Mecklenburger in Thüringen komme super mit den Thüringerinnen und Thüringern klar. Ich hoffe, die Thüringer mit mir auch. Das sind all die Fragen, wo ich sage, man muss aber miteinander zugeben, man muss ein Verständnis entwickeln. Warum tickt der andere so? Warum hat er eine andere Kultur? Warum hat er einen anderen Rhythmus in seinem Leben? Weil vielleicht ja die Herkunft, die Nationalität einen anderen Tagesablauf oder auch einen anderen Jahresablauf hat. Unsere der unsere ist. Unsere ist vielleicht nicht der bessere, aber das ist der, den wir leben. So, und das sind genau die Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss. Praxisorientierung bedeutet auch, wir haben das jetzt beide schon gesagt, Frau Bockenhagen, dass es darum geht, den Kindern zu vermitteln, warum muss ich denn eigentlich Chemie, Mathe, sonstige Fächer lernen? Alles Stuss, brauche ich nicht in meinem Leben. Ich habe ja meinen Computer. Das geht also damit los, dass Kinder und Jugendliche Basiswissen brauchen, Frau Koch. Wir beide haben oft darüber gesprochen. Also den Streit alleine, den wir in der Bildungspolitik geführt haben, nicht hier in Thüringen, welche Handschriften, welche Schulausgangsschriften ein Schüler lernen muss, war in sich ein müßiger Streit, wo sich Wissenschaftler und Wissenschaftler lange darüber gestritten haben, welche Schulausgangsschrift das denn nun sein soll. Für mich ist entscheidend, dass Schülerinnen und Schüler eine Schulausgangsschrift haben, dass sie eine Handschrift entwickeln. Weil das hat was mit Feinmotorik und Hand und Kopf und Gehirn und so weiter zu tun. Und das ist also wichtig. Und genauso müssen Schülerinnen und Schüler die Tastatur am Computer oder auf dem Computer-Tablet entsprechend beherrschen können. Auch das ist Praxisorientierung. Und wenn wir die Beziehung herstellen von dem, was in den verschiedenen Fächern beginnt, in der Grundschule bis hin zur beruflichen Schule, tatsächlich an Unterricht vermitteln, dann hat das immer was damit zu tun, wie das immer heißt, du lernst nicht für den Lehrer, die Lehrerin, sondern du lernst für das Leben. Der Spruch gilt ja in jedem Fall. Das hat ja was damit zu tun, dass jedes Kind, jeder Jugendliche dann die Schule erfolgreich absolvieren soll. Dann aber auch ein erfolgreicher Mord, einen erfolgreichen Übergang in die betriebliche Praxis, sprich über Ausbildung dann erzielen soll.
Da steht unsere Herausforderung in Thüringen, wie auch in den anderen Ländern. Sie haben ja ein paar Zahlen da genannt, auch wenn Thüringen jetzt nicht dabei ist. Die Schulabbrecherquote ist viel zu groß in Thüringen. Das ist generell in Deutschland so, das ist aber auch in Thüringen so. Hat was mit Motivation zu tun, mit Verbindung. Und es hat etwas am Ende auch damit zu tun, dass es eine bewusste Berufswahl gibt. Welchen Beruf kann ich denn ergreifen, wenn ich mich hier im Eisfeld zu Hause fühle? Gibt es den Traumberuf? Ja, ihn gibt es. Ich muss bloß wissen, dass links um die Ecke das Unternehmen ist, welches genau diese Stelle anbietet. Aber oftmals ist es gar nicht bekannt. Das heißt, es hat was mit Heimatkunde, so würde man in der Grundschule sagen, zu tun. Was es denn eigentlich bei mir zu Hause tatsächlich an Herausforderungen gibt. Und das ist also alles Praxisbezug. Die Herausforderungen, Thorsten Wolf hatte das angesprochen, im Bildungsbereich sind riesig. Da könnte ich erst 3 Stunden immer ein Stück darüber reden. Die eine Herausforderung ist tatsächlich die Heterogenität, die Vielfalt in unseren Schulen. Das hatte ich mit diesen unterschiedlichen Wegen zum Schulabschluss gerade beschrieben. Und auch mit der Diversität, sprich also mit den Schülerinnen und Schülern von unterschiedlichen Herkunftssituationen, also entweder anderen Nationen, anderen Ländern oder auch aus den unterschiedlichen familiären Zusammenhängen, sprich sozialen Kriterien, die dort anzulegen sind. Deswegen werden wir in Thüringen auch den Weg des Sozialindexes gehen. Wir werden da jetzt demnächst auch eine Veranstaltung machen. Und wir werden also nicht nur im Zusammenhang mit dem Startchancenprogramm, wir werden also ausgehend von den Schulen, die in besonders herausfordernden Lagen, man sagt immer sozial schwachen Gebieten, aber diese Begriffe mag ich nicht, also besonders herausfordernden Lagen sich befinden, dann also auch besondere Unterstützung geben müssen. Weil Sie sprachen erst davon, Zwei-Pädagogen-Prinzip. Na, das hätten doch alle, die hier aus der Schule kommen, hätten doch sofort alle gerne das Zwei-Pädagogen-Prinzip. Das ist doch logisch. So. Und wir reden von Multipersonalität in den Schulen. Auch eine Herausforderung. Nicht nur wegen den migrantischen Schülerinnen und Schülern und den unterschiedlichen Entwicklungsständen von Schülerinnen und Schülern, sondern weil wir tatsächlich Schule verstehen als mehr als Lern- und Lehrbetrieb, sondern es geht darum, soziale Kompetenzen zu entwickeln, auch demokratische Prinzipien sich anzueignen. Dazu brauchst du aber nicht nur eine Schulsozialarbeiterin und Schulsozialarbeiter. Dazu braucht man eben auch in einigen Schulen, wir nennen das Team-Teaching, das wird hier in Thüringen auch über ESF finanziert, oder auch andere Dinge mehr, gerade auch in den Grundschulen beispielsweise, in den Kindergärten sowieso, Logopäden, Ergotherapeuten, um überhaupt die Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen, dass sie überhaupt am Lernunterricht, also am Prozess teilnehmen können. Also Multiprofessionalität ist eine riesengroße Herausforderung. Wenn wir jetzt mit dem Schulgesetz, von dem Thorsten Wolf gesprochen hat, verschiedene Dinge angehen, fällt mir im Eisfeld immer sofort als erstes ein. Der arme Bernd-Uwe Althaus muss jetzt immer entscheiden, dass auch Schülerinnen und Schüler hier aus dem Eisfeld niedersachsische Schule geben können. Er hat keine rechtliche Grundlage, fragt dann immer mich an und sagt, darf ich? Ja, sage ich, darfst. Weil wir uns einig sind, das ist ein praktikabler Weg. So. Praxisorientierung. Wo ist der beste Lernort für die Schülerinnen und Schüler? Das ist ja eine Tradition. Gibt es auch an anderen Orten hier. Thüringen ist ja sozusagen umgeben von anderen Bundesländern. Und deswegen muss das mit dem Schulgesetz, und das ist sicherlich auch keine politische Frage, jetzt im Sinne zwischen den Parteien auch geklärt werden. Die andere Frage, liebe Frau Koch, haben wir immer wieder hoch und runter diskutiert, Digitalität, ja. Also könnte ich lange über hybriden und digitalen Unterricht reden, mache ich jetzt nicht. Wenn wir es nicht schaffen, im Schulgesetz die rechtliche Grundlage für diese Unterrichtsform abzusichern, ja, dann haben wir ein Problem. Und deswegen geht es darum, den analogen Präsenzunterricht genauso weiterzuführen wie eben auch digitalen Unterricht in seinen verschiedenen Formen. Und wenn wir dann davon reden, die eigenverantwortliche Schule, dann weiß ich, liebe Frau Körner, an Schulen passiert so viel eigenverantwortlich. Das ist auch gut so. Ich unterstütze das ausdrücklich. Und das, was Sie uns gleich präsentieren werden, gehört ja auch dazu. Da haben Sie ja mit Herrn Althaus drüber gesprochen, aber nicht mich oder das Ministerium gefragt, sondern Sie haben einfach gemacht. Und wenn Frau Mauert, wir über berufliche Orientierung sprechen, da passiert so viel. Und da sind wir übrigens bundesweit auch beispielgebend, muss man sagen, ist Thüringen beispielgebend. Ich bin ja im Stiftungsrat der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung tätig. Wir hatten jetzt kurz am Anfang Dezember zusammengesetzt, haben genau über Schulabschluss und berufliche Orientierung gesprochen. Unseren Ordner, den jetzt die schulischen Kolleginnen und Kollegen aus der Schule kennen und auch aus der Wirtschaft, der ist nicht bekannt, aber das wird begrüßt. Unter allem Dinge habe ich den, wir saßen zusammen, wir haben lange miteinander diskutiert, habe ich den Ordner geschickt. Sie war erstaunt, hat gesagt, ja, wenn dann wirklich den Schüler, die Schülerin ein solcher Ordner begleitet und du dann auch mit diesem Ordner, wo also praktisch die von der
von den Fähigkeiten und das alles von Veranlagung alles aufgeführt ist und dieser Weg der beruflichen Orientierung beschrieben ist, dann mit ganz anderen Einstieg auch in den Lehrvertrag und dann in die Ausbildung. Also wird durchaus angenommen, berufliche Orientierung gehört in jedem Fall auch dazu. Das müssen wir also stärken. Und das sind alles die Dinge, die wir ganz konkret im Schulgesetz auch verankern wollen. Also eigenverantwortliche Schule bedeutet eben auch, den Schulleiterinnen und Schulleitern und den Lehrerinnen und Lehrern an den Schulen die Freiheiten zu geben, bestimmte Dinge machen zu dürfen und nicht ständig beim Schulamt oder Ministerium fragen, so darf ich das denn eigentlich? Nein, einfach machen. So, im Sinne dessen, was wir im Schulgesetz vorgeben, das ist ja ganz klar, der Rahmen mit Schulordnung gehört ja einfach dazu. Aber die Ausgestaltung, auch mal einen Selbstlerntag einzuführen, gehört genauso dazu. Und wir wollen natürlich die Praxisorientierung aufnehmen. Da gibt es sofort die Frage, wie soll das jetzt passieren? Wir werden in das Gesetz reinschreiben, verstärkte Praxisorientierung, sinngemäß ist das so. Das ist auch gut so, um also auch hier nochmal deutlich zu zeigen, gesetzlich, nicht nur politisch, wir wollen das auch rechtlich absichern, was hier in Leinefelde und anderswo, übrigens auch am Gymnasium in Rula gemacht wird. So, das ist auch insgesamt in Ordnung so. Die spannende Frage ist jetzt, wie setzen wir das denn um? Die werden ja das Beispiel erzählen, wie das hier gemacht wird. Und deswegen steht die Herausforderung für mich jetzt als zuständiger Bildungsminister hier in Thüringen, das dann auch mit den Schulen zu besprechen, dass solche Tage in der Praxis auch Alltag werden. Alltag werden, dass Schülerinnen und Schüler entweder dieses Prinzip des produktiven Lernens, aber jetzt in Bezug auf das, was Sie jetzt hier in den 8. Klassen machen, den Tag in der Praxis, und da kommen genau die Ergebnisse, die Sie beschrieben haben, dass die betriebliche Praxis die Schülerinnen und Schüler motiviert. Und mir hat ein Unternehmer jüngst hier, also in Dingelstedt, als wir zusammensaßen, gesagt, da kamen auf einmal die Eltern und haben gesagt, mein Kind hat sich verändert. So, und das war doch etwas, die Eltern haben agitiert und gemacht, Mensch, Junge, du musst und ne, und das, was alles so, kennt ja jeder, der Kinder hat, so, die gibt bestimmte Entwicklungsstadien. Und auf einmal gab es genau diesen Motivationsschub, das Kind hat sich verändert. Und das sind genau die Fragen, wo ich sage, und alle, die mich schon öfters gehört haben, kennen das, vom Kind her denken, was ist das Beste für das Kind? So, und das Beste für das Kind ist, zu organisieren, die Fähigkeiten, auch die Schwächen zu erkennen, und auf der anderen Seite ihm, dem Jungen und dem Mädchen zu ermöglichen, ausgehend von seinen Veranlagungen, von seinen Voraussetzungen, die Schule erfolgreich abzuschließen. Das ist genau der Auftrag mit dem Schulgesetz, was wir ja sowieso haben, aber was wir jetzt nochmal erhärten und unterstreichen wollen, auf den Weg bringen wollen. Und dass wir das nur mit einer eigenverantwortlichen Schule auch umsetzen können. Denn du kannst es zwar anweisen, aber wenn das an der Schule nicht umgesetzt wird, nicht ganz praktisch gemacht wird im Sinne von einfach anfangen, dann wird das nichts. Und deswegen ist das Schulgesetz, was wir auf den Weg bringen wollen, nicht nur ein rechtlicher Rahmen, sondern ist eine Aufforderung zum Handeln, mehr Praxis in die Schulen. Und das ist genau das, was wir heute diskutieren. Ich denke, das ist auch ein vernünftiger Weg, um in Zukunft erfolgreich die Schule abschließen zu können für die Mädchen und Jungen. Und auf der anderen Seite auch einen Beitrag zu leisten, das Fachkräfteproblem in Thüringen zu lösen. Herzlichen Dank. Thüringen überall gleich gut. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gern hier. Ich bin am Anfang gefragt worden von einem jungen Menschen, dessen Namen ich vergessen habe, was mein Lieblingsthema heute sein darf. Er wäre ein bisschen übergriffig in der Kommunikation, sagte er. Dann habe ich ganz frech hingeschrieben, Berufsorientierung. Ich durfte ja nur ein Wort hinschreiben. Sie haben mir gerade aus dem Herzen gesprochen. Praxisorientiertes Lernen. Ich habe jetzt lange mit mir gehadert, ob ich Ihnen ein Bild zeige. Ich hatte heute das große Glück, Kunstunterricht machen zu dürfen. Mein Lieblingsfach. Und da dürfen die Kinder ganz praxisorientiert selber wählen, welches Material sie verwenden. Dürfen auch teilweise ihre Bildthemen selber auswählen. Und sie sind so dankbar dafür. Ich zeige es Ihnen. Ich habe einen Brief bekommen. Und da steht drauf, nur mal, ich will Ihnen sagen, wie wunderbar unsere Kinder sind. 5. Klasse. Und wie dankbar die sind, wenn man sie machen lässt. Praxisorientiert. Das ist total süß, das muss ich mit Ihnen teilen. Liebe Frau Körner,
Ihr Kunstunterricht ist einfach so wunderbar, wie dieses Meer und die Sterne. Wenn Kunst ist, bin ich richtig fasziniert. Das Meer und die Sterne, ist das nicht schön? Das hat mir heute wieder Kraft gegeben in meinem Job. Die Kinder geben Kraft. Und so möchte ich Sie jetzt mit auf eine Reise nehmen in die letzten 6 Jahre meines Schulleiterdaseins und in die Berufsorientierung. Lieber Bernd-Uwe Althaus, bist du mein Zeitwächter? Danke. Meiner Meinung nach ist Berufsorientierung das mit das wichtigste Aufgabenfeld in der Regelschule überhaupt in der Bildung. Es steht wunderbar in unserem Schulgesetz, das Kernstück der Regelschule ist neben dem fundierten Fachwissen auch gute praktische Fähigkeiten, die BO. Ich kürze das immer gern ab, bitte verzeihen Sie mir. Von einem Verantwortlichen für Berufsorientierung, so wie das klassisch an Schulen ist, Schulleitung und Klassenlehrern, ist es nicht allein zu bewältigen. Auch bei hervorragender Begleitung durch die Agentur für Arbeit, IHK und so weiter, alle Netzwerke. Denn meiner Meinung nach erfordert Berufsorientierung ein hohes Engagement. Eine Vielzahl organisatorischer Fragen muss bewältigt werden. Es sind gute Kontakte in die regionale Wirtschaft und entsprechende Netzwerke erforderlich. Im Jahr 2017 erhielten wir an unserer Schule nochmals in diesem Bereich Unterstützung durch die Berufseinstiegsbegleitung und durch die Initiative Jugendstärk im Quartier. Es wurden viele Schüler aufgefangen, die bis zur 8. Klasse noch nicht wussten, wo soll es überhaupt hingehen. Noch nicht mal auch eine vage Vorstellung hatten. Was mache ich? Wer bin ich überhaupt teilweise? Auf der Suche nach Lösungen, das hat mich damals sehr bedrückt gemacht, was Schule noch qualifizierter leisten könnte, fiel mir 2018, finde ich übrigens sehr interessant, ein Buch in die Hände mit dem Titel Berufsorientierung in der Krise. Aus diesem Buch möchte ich nun aus einem Kapitel von Manfred Eckert kurz zitieren. Besser kann ich es nicht sagen. Ich bin ihm dankbar für diese Worte. Er war mal Dekan an der Erfurter Uni. Berufswahl und Berufsausbildung haben mit persönlichem Interesse zu tun. Sie verlangen individuelle Orientierung und Entscheidungen. Orientierung erfordern Vorstellungen, schon um Richtung abzustecken, in der Selbsterkundungsweg gehen soll. Und hier wird das Spektrum breit. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die wissen genau, wohin ihre berufliche Reise gehen soll. Es gibt andere, die nicht die geringste Ahnung haben. Und es gibt ein Mittelfeld, auf dem diejenigen aufgestellt sind, die weniger klare Wünsche und Vorstellungen haben. Gerade die Ahnungslosen hätten Unterstützung am nötigsten. Schwierige soziale Herkunftsmilieus, keine Vorbilder als Orientierungspunkte, geringe elterliche Unterstützung und damit verbundene Benachteiligungserfahrungen, so wie Sie es auch so schön geschildert haben, Herr Minister, gehören dazu. Die Lage zeigt ein Dilemma. Berufswahl und Berufswahlreife ist ein Prozess. Er erfordert wenigstens eine vage Orientierung am Anfang und er endet mit vorläufiger Klarheit. Das Modell eines hermeneutischen Prozesses Vororientierung muss unterschiedlich gestartet werden. Und das ist für Schule immer eine sehr große, manchmal kaum bewältigbare Herausforderung. Diese Worte regten mich zum Nachdenken an. Und wie das manchmal im Leben so ist, kommt so, wenn man Wünsche ins Universum schickt, kommt ein Mensch in der Schule vorbei zum Schulfest, meine tolle Chefin Franka Hitzing, und wir reden so und dann sagt sie,
ich habe da eine Idee, hast du Lust? Was habe ich gesagt? Natürlich habe ich Lust. Ich möchte Tipp mitmachen zur Orientierung. Tag in der Praxis. Einmal in der Woche. Natürlich habe ich große Herausforderungen, wenn vielleicht sogar Konflikte schon vorgeahnt. Ja, was sagen die Kollegen? Wenn die Kinder einmal in der Woche nicht in der Schule sind. Sofort fiel mir die Frage ein, ohne ich sie gehört habe, so als Vorahnung. Wie schaffen wir unseren Stoff? Und ganz ehrlich, so kam es auch. Genau. Die Eltern gingen mir durch den Kopf und ich dachte, kann spannend werden. War es aber nicht. Und bei den Kindern hatte ich die geringsten, wie soll ich sagen, Vorahnung von Problemen. Ich wusste, die Kinder managen das und die haben da Bock drauf. Und da geht es nicht darum, nur einen Tag aus der Schule zu kommen. Nein, die haben Lust auf andere Erfahrungen. Die freuen sich über jeden Menschen, der in Schule kommt oder dass sie aus Schule rauskommen und die anderen Menschen kennenlernen. Das sind Reifeprozesse, die die Schüler brauchen. Ich habe überlegt, wie, da sitzt eine Kollegin, die in dem Prozess dabei war, wie bringe ich das bitte meinen Kollegen bei? Franziska, wir haben es moderiert. Genau. Meine Kollegen gucken immer schon ganz kritisch, wenn ich mit Flipchart-Papier in die Dienstberatung, das heißt immer, oh, wir müssen arbeiten. Genau, und so war es dann auch. Ich habe gesagt, okay, stellt euch das mal vor und guckt mal, welche Möglichkeiten dieses Projekt, ich möchte es im Übrigen gar nicht mehr Projekt nennen, für fachliche Erfahrungen für die Kinder bringt in euren Fächern. Das ist schon mal ganz gut, wenn man Lehrer erstmal sagt, in euren Fächern. Genau. Und welche Kompetenzen werden denn da erfüllt? Die sozialen und so weiter. Und es war recht erstaunlich. Der Geografieraum dient uns immer zur Dienstberatung, was dann alles im Endeffekt an den Wänden hing. Und welche kreativen Ideen die Kollegen hatten. Dann habe ich gesagt, na toll, so eine super Grundlage. Geben wir also den Kindern Forscheraufträge mit auf die Reise in 4 verschiedene Quartale mit 4 verschiedenen Anbietern. Die Schüler müssen sich selbst bewerben. Eine hohe Kunst, stellen sie fest, Mitte der 8. Klasse. Und da geht es teilweise um Kleinigkeiten, muss ich Ihnen berichten. Schon um eine E-Mail-Adresse, die in der Bewerbung steht. Manche Schüler stellen dann halt fest, oh je, mit Barbie 1988 ist das nicht so toll. Ist so. Und dann muss man ja auch noch, und das hat großen Respekt eingeflößt, ein Bewerbungsgespräch führen. Das war eine Riesenhürde für die Schülerinnen und Schüler. Da habe ich richtig Aufregung gespürt. Und tatsächlich, in diesem Alter möchten sie nicht gern mit ihren Eltern spazieren gehen. Aber da mussten sie mit. Da zeigt man, oder man sieht einfach, ich habe wahrgenommen, welche Ängste das auslösen kann, welchen Respekt das einflößt, zu erwachsenen Menschen hinzugehen und ein Gespräch zu führen. So, passiert das in der 9. oder 10. Klasse, ist es zu spät. 5, danke. Ach, 5 noch? Das ist fürchterlich. Genau. Also wie gesagt, von den Eltern kam an meiner Schule überhaupt kein Widerstand. Die fanden das toll.
ein bisschen krummeln, ja, wie ist das mit den Arbeitssachen und so weiter. Es wurde auch toll moderiert durch die Mitarbeiter des Schulamts, der IHK und auch der Agentur für Arbeit. Also ich sag mal, kein Hexenwerk. Wir haben tolle Unterstützung erfahren. Und ich muss sagen, wir haben Gespräche mit Politikern an der Schule gehabt. Und die Kinder, die 4 Quartale TIP mitgemacht haben, haben ihr Projekt vorgestellt. Und ich möchte mich bedanken, die Kinder sprechen jetzt noch davon, weil das ist was Besonderes und sie waren stolz. Natürlich fand auch eine kleine Evaluierung statt. Und das möchte ich Ihnen gern noch vortragen. Ich habe jetzt wahrscheinlich noch 3. Genau. Was kam zu uns zurück? Ich sage Ihnen erstmal meine Wahrnehmung. Ich habe stolze, im Selbstwertgefühl gestärkte Menschen erlebt. Ich habe, Sie können sich vielleicht erinnern, so einen ganz großen Jungen im 1. Quartal bei der Firma Knauft gehabt. Der kam wieder und sagte, Frau Körner, ich kriege eine Lehrstelle. Das hat er mir schon gesagt. Ich sage, das ist doch toll. Ich sage, was machst du bitte da anders als in der Schule? Ist so. Oder früh geht die Tür auf, ein syrischer Junge kommt rein. Frau Körner, ich durfte gestern das erste Mal einen Upi füttern. Voller Begeisterung. Ich fand es einfach nur toll. Sie wachsen über sich selber hinaus. Und was kriegte ich schriftlich zurück? Von Eltern, von Kollegen und Kindern. Sie können ihre sozialen Kompetenzen im Unternehmen reflektieren. Und sie kriegen ein Feedback zurück. Einer schrieb, ich weiß nun, was brauche ich im Arbeitsleben? Teamarbeit ist wichtig im Arbeitsleben. Und teilweise vor dem Projekt, wenn hier Schulleiter unter uns sind, Gespräche führen mit Schülern. Was kannst du denn gut? Da kriege ich bestenfalls zur Antwort, in Geschichte bin ich ganz gut. Ich sage, ja, und was kannst du gut? Ja. Und dann brauche ich gar nicht weiter zu fragen, weil sie erzählen mir von alleine, was sie nicht gut können. Und das können sie gut, das vom Nichtkönnen zu berichten. Und da sind wir nämlich wieder an der Stelle. Schnapp sie dir, wo sie gut sind. Jeder Mensch hat Kompetenzen. Und das hat zur Folge, wenn ich die Kinder an ihren Kompetenzen, an ihren Stärken kriegen möchte, muss ich anderen Unterricht durchführen. Und dann darf es eben nicht mehr das Wort sein, unter und richten, sondern begleiten. Und ich glaube, das ist der Kern der Sache. Applaus 10 Stichpunkte noch. Genau. Ich erhalte Selbstwertgefühl gestärkt durch die Anerkennung meiner Stärken. Das schreiben Schüler in der 8. Klasse. Respekt habe ich erfahren vor der Arbeit anderer. Ich habe das Gefühl, meine Persönlichkeit hat sich entwickelt. Das ist doch toll. Eine Lehrerin schrieb, toll, die Schülerinnen bekommen Anerkennung. Taten statt Worte. Feedback durch andere Menschen, nicht nur Eltern und Pädagogen, so wichtig. Schön war, ich habe Kritikfähigkeit gelernt und konnte es trainieren. Das Erproben der verschiedenen Berufe oder Berufsrichtungen verhindert unrealistische Vorstellungen vom Traumberuf und Abbruch der Ausbildung. Motivierteres Lernen in der Schule, stellten Kollegen fest. Tatsächlich.
Ich weiß nicht, die Redezeiten sind immer so kurz. Ich finde es gut, der Satz, praxisorientiertes Lernen und berufliche Orientierung sind durchgängiges Prinzip des Unterrichts. Und ich war am Wochenende mal wieder neugierig und habe gedacht, naja, die Kollegen werden sagen, wie machen wir das? Ne? Ist so. Dann habe ich mal im Internet geguckt, es gibt ganz tolle Sachen. Es gibt Bücher, Arbeitshefte, Physik und BO und sowas. Also hervorragend. Also keine Scheu, liebe Schulleiterin, es funktioniert. Es gibt auch was, wo wir drauf zurückgreifen können. Genau. Das trifft es tatsächlich im Kern. Vielleicht, so fühlen wir als Schulleiter uns sicherer, bestimmte Dinge noch in das Schulgesetz aufzunehmen, was eben Tipp und Praktikas und so. Dann sind wir auf einer sicheren Seite. Nun, da ich mit dem Zitat angefangen habe, also so eine Rede muss ja immer so, ne? Genau. Dann zitiere ich doch tatsächlich nochmal den Herrn Eckhardt. Und das finde ich besonders schön. Und das lassen Sie jetzt mal so richtig auf sich einrieseln. Der Beruf muss dem Seelenrelief entsprechen. Oder anders formuliert, er muss Chancen zur Selbstverwirklichung geben. Danke. Thüringen überall gleich gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich hier zu sein und versuche im Zeitrahmen zu bleiben für ein Statement und ein Stückchen motivierend, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Anpieksen eines Themas für die Diskussion nachher. Und ich erlaube mir den Satz, ich begrüße Sie ausdrücklich in Leinefelde, denn in dieser Stadt durfte ich 32 Jahre meiner beruflichen Tätigkeit als Lehrer, Schulleiter und zwischen Schulamtsleiter und inzwischen in Leinefelde-Worbis gestalten und auf den Weg bringen. Leinefelde ist die Stadt im Eichsfeld, die nach 1989 den heftigsten Strukturwandel im Eichsfeld bewältigen musste. Riesige Anstrengungen innerhalb der Lebens- und Arbeitswelt, aber auch für den Bildungsbereich und seine Institutionen gehören dazu. Das wissen Sie, ich möchte es aber ausdrücklich betonen, weil Sie damit hier in Leinefelde-Worbis wie das Brennglas für die Thüringer Entwicklung in einer Kleinstadt vorfinden. Interessant ist für mich, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Begriffe aus der Annotation zur heutigen Veranstaltung vielleicht mit anderen Formulierungen und Worten unserer Arbeit in dieser gesamten Zeit ein Stück nahe kommt. Exemplarisch dafür drei ganz kurze Stichworte. In den 90er Jahren haben wir hier von Leinefelde aus ein europäisches Schulwetternetz gegründet. Ein schulortübergreifendes, ein fachübergreifendes, ein bundesweites, ein digitales Projekt. In Leinefelde wurden zu Lernen und Lernen und zu Medienkompetenz Lehrpläne, schulartübergreifende Lehrpläne, nicht nur geschrieben, sondern implementiert und umgesetzt. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere im Jahr 2000, dem Expo-Jahr in Hannover, war Leinefelde Nebenaussteller und Schüler aus Leinefelde gestalteten mit damals schon Virtual Reality Software ihre Vorstellungen zur Umgestaltung dieser tristen Plattenbausiedlung, stellten sie bei Veranstaltungen in Hannover vor und präsentierten sie beim Bundespräsidenten hier in Leinefelde vor Ort. Meine Damen und Herren, das soll Beispiele sein, die keinesfalls für die Arroganz der handelnden Personen oder der Stadt Leinefelde und Worbis stehen. Und ich bin mir ganz sicher, dass viele Städte, viele Regionen in Thüringen ähnliche, lohnenswerte, gute Projekte an verschiedenen Stellen und Veranstaltungen vorstellen. Und trotzdem sage ich an der Stelle mal, wir müssen konstatieren, dass sich etwas verändert hat, wenn nach gut drei Jahrzehnten die damals initiierten Veränderungen nicht in dem Maß eingetreten sind, wie wir sie uns vorgestellt haben. Und ich setze persönlich im Jahr 2023 hinter den Satz der gleichwertigen Lebens- und Arbeitsbedingungen in Thüringen zwischen Stadt und Land ganz klar ein riesengroßes Ausrufezeichen.
Mit diesem Ausrufezeichen verbinde ich die Frage danach, sind wir wirklich so weit? Haben wir vergleichbare Lebens- und Arbeitsverhältnisse oder mit dem Titel der heutigen Veranstaltung zu überschreiben, Bildung überall gleich gut, und glaube mir, für den heutigen Tag zumindest jetzt erstmal ein Fragezeichen zu setzen und zu hoffen, dass wir am Ende der Diskussion aus dem Fragezeichen ein Ausrufezeichen machen können. Stichworte, die mehrfach schon im Raum standen oder die Sie vielleicht in Ihren Gedanken für heute mitgebracht haben und die Bildung und Ausbildung betreffen, möchte ich in einigen Punkten nennen. Erstens, die dringend notwendige Neustrukturierung der Lehreraus-, Fort- und Weiterbildung und das mit einer starken regionalen Komponente. Wenn ich das sage, beziehe ich mich auf die zweite und dritte Phase. Ich hätte auch Ideen für die erste Phase, aber ich glaube, da ist mein Lebensspielraum zu kurz dafür. Zweitens, Schulen als, und das Stichwort viel, verlässlich multiprofessionell ausgestattete Einrichtungen zu entwickeln. Nicht Partner, die mal projektartig da sind, sondern die Vielfalt verschiedener Professionen als Teile des Kollegiums einer Schule. Drittens, die Gestaltung geeigneter Formen der Berufsorientierung und Unterstützung der Studienwahl. Wir haben viel davon gehört und ich komme nochmal drauf zurück. Viertens, die Schaffung von Strukturen zukünftiger, moderner, gut ausgestatteter Bildungseinrichtungen im allgemeinbildenden Bereich und in den Schulformen der beruflichen Ausbildung. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen in Regelschulen, dort kennt man die Pfeile im Werkunterricht noch mit Vornamen, da man sie schon in der eigenen Schulzeit kennengelernt hat. Fünftens, eine praktizierte, systemisch angelegte und systematisch aufgebaute Zusammenarbeit aller Partner in Bildung und Ausbildung in der Region. Die Region möchte ich an der Stelle sehr stark machen. Und sechstens, ein systematisches schulisches Qualitätsmanagement als Voraussetzung von Ziel- und Unterrichtsentwicklung. Der vielen sicher bekannte Bildungswissenschaftler Hans-Günter Rolf bezeichnet in seinen Publikationen, in seiner wissenschaftlichen Arbeit immer wieder den Schüler als ultimativen Bezugspunkt aller Schulentwicklung, aller Bemühungen von Unterrichtsentwicklung und Organisationsentwicklung und Personalentwicklung. Und das möchte ich an der Stelle immer wieder sagen. Und liebe Gabi, man hört dir sehr authentisch an, dass natürlich die Ausdrucksweise einer engagierten Lehrerin und Schulleiterin sehr nah bei den Jugendlichen und Kindern ist. Und das ist gut so. Und danke für deine positive und wertschätzende Sprache den Schülern gegenüber. Ich möchte, und ich hoffe, Sie erlauben mir das, drei Punkte aus dieser Aufzählung herausnehmen und etwas näher beleuchten. Zu TIP hat Frau Körner schon viel gesagt. Ich möchte es mal so ein bisschen mit der abgehobenen Sprechweise des Staatlichen Schulamtes Nordthüringen untersetzen. Herr Minister, Sie haben die Formulierung der Landesentwicklung gebracht und ich untersetze es jetzt mal mit einer Statistik der Arbeitsagentur Thüringen Nord von Carsten Frohböse. 27% der Altersgruppe oder des Altersgebirges befasst sich mit 55 und Älteren und demgegenüber nur 8,7% unter 25 oder anders gesagt, auf 10 Ältere kommen 3 Jugendliche. Allein diese Situation hat unsere Kooperationspartner der Agentur für Arbeit, der Industrie- und Handelskammer und der Kreishandwerkerschaften zusammengebracht für eine inhaltliche Kooperation. Und das sind, wie Sie wissen, nicht unbedingt die Kooperationspartner, die tagtäglich miteinander zu tun haben und tagtäglich in Konzeptgruppen zusammensitzen. Anleihen an den polytechnischen Unterricht in der DDR-Zeit lagen nah und wurden immer wieder auch bei Betriebskontakten zurückgespielt. Warum lehnt man sich nicht daran an? Warum nutzt man diese Erfahrungen nicht? Bewährtes wurde bedacht und Neues wurde erdacht. Allerdings, man muss auch die Unterschiede kurz betonen. UTP-PA war in der DDR ein festes Teil in der Stundentafel. Es gab Lehrpläne, es gab ausgebildete Lehrkräfte dafür und der eine oder andere von ihnen unterrichtet bis heute noch.
Und es gab ein anders strukturiertes System, mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten. Denn wenn man einem volkseigenen Betrieb die Aufgabe erteilte, in Bildung und Ausbildung tätig zu sein und dort Investitionen vorzunehmen, dann wurde das selbstverständlich getan. Also in der hier naheliegenden Baumwollspinnerei gab es dafür extra ausgestattete Kabinette und dergleichen. Und da brauchte man über die Finanzierung nicht zu sprechen. Und last but not least, wir hatten eine 6-Tage-Woche. Das heißt, der Teil, den ich vom Unterricht symbolisch abknabbere, ist ein Teil von 6 gewesen und nicht ein Teil von 5, in den Diskussionen mit Eltern sehr ernst zu nehmen. Die Entwicklung von TIP für Nordthüringen sei nur kurz in Zahlen untersetzt. Beim Start im Februar 2020 waren es 3 Stadtschulen. In Sondershausen, in Nordhausen und in Leinefelde 180 Schüler und 120 Unternehmen. Das Stadtschulen betone ich deshalb, weil die logistische Herausforderung im ländlichen Bereich noch einmal viel höher ist. Das Interesse und die Unterstützung stiegen rasant. Aktuell sind es 13 Schulen in den 4 Nordthüringer Landkreisen mit 620 Schülern und das ist für mich eine ganz wichtige Zahl, 400 Unternehmen, die mit TIP arbeiten. Und Frau Hützing hat mir heute früh noch mal gesagt, 13 weitere Schulen sind schon auf der Startlinie für das Schuljahr 2023/24. Lassen wir die Zahlen im Raum stehen und betrachten den Prozess der Vorbereitung, Gestaltung und Auswertung. Denn hier wird deutlich, dass TIP weit mehr ist als nur eine andere Organisationsform von beruflicher Orientierung. Vor jedem Zyklus, in jeder einzelnen Schule, steht ein Infogespräch mit Schulleitung und Lehrern. Frau Körner hat es deutlich gemacht. Nach deren Zustimmung, nur nach deren Zustimmung, werden alle Eltern in die Schule eingeladen, deren Kinder das betrifft. Und wir gehen nur in eine Schule zur weiteren Arbeit, wenn alle Eltern hierzu Ja sagen, das ausdrücklich wollen. Das hat damit zu tun, dass wir derzeit eben noch nicht die schulrechtliche Formulierung als Ausgangsbasis haben. Und ich möchte nicht, dass Eltern am Ende des Schuljahres sagen, euch ist ja alles andere wichtiger als die fachliche Ausbildung meiner Kinder. Auch dafür haben sie Verständnis, müssen wir uns selbstverständlich schützen. Der dritte Abend ist interessant, denn dort kommen alle Unternehmen, die für eine Region und für eine Schule interessant sind, in dieser Schule zusammen. In der Regel 30, 40, 50 verschiedenste Unternehmen, die dann in diesen Schulen Rede und Antwort stehen und mit denen das Praktikum durchgesprochen wird. Und zuletzt findet in jeder der Schulen eine sogenannte Minimesse statt, ein Speeddating für Berufsorientierung, um es mal in moderner Sprache zu sagen. Und an jeder dieser Runden nehmen die Repräsentanten von Arbeitsagentur, IHK, Kreishandwerkerschaften und staatlichem Schulamt teil. Und sie glauben gar nicht, wie das in der Einzelschule von den jeweils Beteiligten als Wertschätzung wahrgenommen wird. Und hier sage ich exemplarisch, wenn der Geschäftsführer der Arbeitsagentur Nordthüringen sich auf den Weg macht in einen Elternabend, in ein Schulgespräch mit Unternehmen und dergleichen mehr, das wirkt wertschätzend und das bringt Nachhaltigkeit in der entsprechenden Umsetzung. Für die Schülerinnen und Schüler, und das hat Frau Körner deutlich gemacht, spreche ich gern von einer Übernützlichkeit von TIP. Denn die Selbstständigkeit, die von Ihnen in Vorbereitung, in Gestaltung, in Vorbereitung des nächsten Unterrichtstages erwartet wird, ist augenfällig. Es beginnt bei den Naturwissenschaften selbstverständlich, aber auch die Dimension der Sprachen und die sogenannten Soft Skills sind dort exemplarisch zu nennen. Natürlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sprechen, und deshalb bin ich so gern und so aktiv dabei, von Schule. Wir sprechen von Lernen am anderen Ort, nachbereitet und begleitet in der Schule. TIP ist kein Lehrersparmodell, wie uns das bei manchen Elternversammlungen am Beginn entgegengeht, sondern fordert im Gegenteil Lehrkräfte in etwas, was nicht in ihrer Vorbereitung üblicherweise enthalten sind. Die Schulen und außerschulischen Partner werden in einem erheblichen Maß gefördert. TIP ist kein Sparmodell für Schulträger, denn sie sind dafür verantwortlich, zum Beispiel die Fahrtkosten für die Schüler zu den Praktikumsbetrieben zur Verfügung zu stellen oder auch im ländlichen Bereich mit Einfallsreichtum, dort wo keine Buslinien fahren, dennoch das Erreichen der Betriebe zu ermöglichen und dergleichen. Und Sie werden staunen, wie einfallsreich hier auch Unternehmen und wie einfallsreich Eltern dabei sind. Die begleitenden Evaluierungen hat Frau Körner angesprochen, da kann ich jetzt drüber gehen.
Und ja, an die Adresse der Fraktionsmitglieder, wir sehen dringende Bedarfe der landespolitischen Unterstützung in den vorhin schon angesprochenen Themen, aber insbesondere auch bei dem Thema die Multiprofessionalität in Schule, die wir begonnen haben, mit den pädagogischen Assistenzkräften und mit den Schulverwaltungsassistenzen auszuweiten und zu einer Normalität werden zu lassen. Denn das, was wir bisher kennengelernt haben, verspricht, erfolgreich zu werden. Mein zweiter Gedanke schließt inhaltlich unmittelbar an. Vor wenigen Wochen fand in Mühlhausen das erste Nordthüringer Berufsbildungssymposium statt, eine Veranstaltung der vier Nordthüringer Schulträger der berufsbildenden Schulen, der Vertreterinnen und Vertreter der Schulen, der Landespolitik und weiterer geladener Gäste. Die von Ministerpräsident Ramelow unterstützte Idee einer Berufsbildungsregion Nordthüringen treibt uns seither an. Die berufsbildenden Schulen sind Schulen im Sozialraum. Das ist mir ausdrücklich wichtig und das möchte ich noch mal betonen, weil manchmal dann reduziert man Berufsbildung immer nur als den dualen Ausbildungspartner. Nein, sie sind auch ein ganz wichtiger Partner im Sozialraum, als dualer Partner, aber auch mit ihren Vollzeitschulformen. Sie haben aber auch eine Rolle beim Thema Personalgewinnung. Und Herr Minister, Sie haben den Prozess damals auf den Weg gebracht und die Sorgenfalten, die Ihnen auf den Stirn standen, waren aufgrund der fehlenden Berufsschulpädagogen damals in Gotha. Aber eine Verlässlichkeit, dass junge Leute wissen, diese Einrichtung gibt es hier, das Ausbildungsprofil findet hier Tätigkeit, sorgt auch dafür, dass sich junge Leute darauf einlassen, viel mehr, als wenn sie immer die Frage stellen müssen, finde ich denn am Ende meines Studiums in meiner Region, in dem meine Familie wohnt, in dem ich meinen Lebensmittelpunkt sehe, denn noch die Schwerpunktsetzung. Schüler, die sich in TIP erfolgreich orientieren, können in der Region ausgebildet und beschult werden, finden hier Orte für ihre weitere Qualifizierung und für ihre Lebensplanung. Ich mache mich dafür stark und wir werden in Kürze das Thema Berufsbildungsregion Nordthüringen dann auch mit Papieren mit dem Ministerium hier, insbesondere erstmal mit dem Referatsleiter Herrn Effler, diskutieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Initiative innovativer Schulen in Thüringen vor 20 Jahren führte in die Begriffsbildung in Thüringen das Wort Eigenverantwortung ein. Ein gewisses Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen Bundesländern lag in der Luft, denn dort sprach man von bildungspolitisch vorgeprägten Begriffen und teilweise Reizworten wie Schulautonomie oder Selbstständigkeit von Schule. Eigenverantwortung sagt und Eigenverantwortung will mehr. Ein gedanklicher Sprung führt mich nun zu meinem letzten kurzen Gedanken, zu dem Anstrich, wie wir den Schulgesetz Paragraphen 40b in der Formulierung von 2019 umsetzen, nämlich die Frage, wie setzen wir Eigenverantwortung in Schule um? Wir tun das im Auftrag des Ministeriums von Nordthüringen aus mit einer landesweiten Koordinierungsstelle. Wir schauen hin, was Schulen tun, nicht bevormundend, sondern die Eigenverantwortung von Schule betonend, aber auch dafür zu sorgen, dass Eigenverantwortung eben nicht Beliebigkeit heißt. Auf der Grundlage eines geschlossenen Qualitätszyklus wurde ein System aufgebaut, was bis Sommer 23 in den ersten 20 Sekundarschulen bzw. Schulen im Sekundarbereich in Qualitätsmanagement aufnimmt. Ein modernes IT-basiertes Evaluationsverfahren setzt auf Selbstevaluationsprozessen auf. Teams, die in der Schule sind, führen Fremdevaluationen durch und die Schule bekommt einen Schulbericht, mit dem sie ihre Zielmaßnahmenplanung beginnt. Der Mangel, und die Schulleute unter uns, die im Raum sind, wissen das, des Altsystems mit der Abkürzung EFAS war, dass der Zyklus nicht zu Ende geführt wurde. So konnten die Schulen nicht erfolgreich an den erkannten Problemen arbeiten. Hier ist das gesamte System aufgebaut, das die Fortentwicklung zu einer datenbasierten dialogischen Begleitung hohen Nutzen erbringt. Und ich habe bisher noch keine Schule erlebt, die nicht möchte, dass man ihr die Entwicklungsbedarfe sagt, nur sie möchte auch in die Lage versetzt werden, durch Fortbildung, durch Weiterbildung, durch Personalgewinnung geeigneten Personals ihre Aufgaben zu bewältigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, an dem Punkt möchte ich meinen Schlussstrich für den Input setzen, hoffe durch Anregungen auch zur Diskussion beigetragen zu haben und freue mich auf den weiteren Nachmittag. Vielen Dank. Thüringen überall gleich gut.